Als letzte Wortmeldung aus den Fraktionen liegt mir die Meldung der Fraktionsvorsitzenden der Linken vor von Janine Wissler. Vielen Dank für Ihre Tätigkeit für unsere Gesundheit. Janine Wissler, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, die FDP hat heute ein Loblied auf den Wasserstoff und die Wasserstofftechnologie gesungen. Und ich sage mal so, an einigen Punkten haben Sie ja auch recht. Aber so weit, wie der Antragstitel geht und fordert, Hessen zur Wasserstoffgesellschaft zu machen, das so weit gehen wollen wir dann nicht. Ganz im Gegenteil, wir warnen davor, dass es eine Überhöhung gibt der Wassertechnologie als Allheilmittel. Was wir brauchen, ist die Energiewende. Und darauf müssen wir setzen, meine Damen und Herren. Die Vision, die Sie hier zeichnen, folgt dem Konzept des US-Ökonomen Jeremy Rifkin, dessen Buch Die Wasserstoffgesellschaft von 2002 ja auch hierzulande einen mittelgroßen Wasserstoffhype auslöste. Er skizzierte den möglichen Wandel von der Erdöl- zur Wasserstoffgesellschaft. Das Gedankenspiel hat aber den Haken, dass im Gegensatz zu Öl keine abbaubaren natürlichen Vorkommen von nutzbarem Wasserstoff es gibt, sondern Wasserstoff ist keine Energiequelle, sondern sie ist Energieträger. Und die Energie muss eben irgendwo herkommen. Das hat der Kollege Krüger schon gesagt, die Kollegin Müller hat auch darauf hingewiesen. Und bisher kommt es eben vor allem aus fossilen Energien. Also, es ist sinnvoll, die Erforschung der Wasserstofftechnologie zu fördern. Für bestimmte Anforderungen kann Wasserstoff bzw. die Brennstoffzelle eine Lösung sein. In der Luftfahrt mit ihren Gewichtsbeschränkungen, im Langstreckengüterverkehr oder um Eisenbahnstrecken ohne Oberleitung elektrisch zu nutzen. Aber, und da hat die Kollegin Müller recht, besser und effizienter sind eben Oberleitungen. Und anknüpfend eben an der Frage von Kollegen Müller, woher, Kollegen Krüger, woher kommt der Wasserstoff? Klar ist für uns, Wasserstoff darf ausschließlich aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Also grüner Wasserstoff. Und 90% des heute genutzten Wasserstoffs sind grauer Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird. Und der ist Teil des zu überwindenden Problems und nicht der Lösung. Das gilt selbstverständlich auch für den sogenannten blauen Wasserstoff, der ebenso aus Erdgas gewonnen wird und bei dem das bei der Entstehung anfallende CO2 unter die Erde verpresst wird. Nein, Wasserstoff muss grün sein. Und wenn man sich auf diese Prämisse verständigt hat, dann ist Wasserstoff letztlich doch bloß eine Speichertechnologie für erneuerbare Energien. Bisher war die FDP nicht der größte Anhänger davon. Vielleicht ändert sich das jetzt, weil wenn man den Wasserstoff wirklich sinnvoll nutzen will, dann brauchen wir den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn nur so kann er überhaupt eine wichtige Rolle spielen bei der Energiewende. Und der entscheidende Schritt steht davor. Weil solange die Primärenergie eben nicht zu 100% erneuerbar gewonnen wird und nicht im Überfluss vorhanden ist, solange ist die Elektrolyse und die Wiederverstromung von Wasserstoff einfach eine ziemliche Energieverschwendung. Und darauf wurde ja auch schon hingewiesen. Wenn aus Strom Wasserstoff gewonnen wird, dieser Wasserstoff dann mit Tankwagen zur Tankstelle gefahren werden und dieser Wasserstoff in einer Brennstoffzelle wieder zu Strom wird, um einen Elektromotor anzutreiben, dann sind unterwegs 80-90% der ursprünglichen Energie verloren gegangen. Und ohne die Rückverstromung bleibt auch noch ein Verlust von 2/3 bis 3/4. Natürlich gibt es auch in den Stromnetzen Übertragungsverluste, aber die sind dann doch noch ein bisschen etwas geringer als bei dieser Technologie. Das heißt, man kann sagen, es ist zu teuer, es ist überhaupt nicht wirtschaftlich, die Verluste sind zu groß. Wenn der Strom zur Elektrolyse dann auch noch aus fossilen Energien gewonnen wird, dann ist der Energiewende und dem Klimaschutz ein Bärendienst erwiesen worden. Das heißt also, Wasserstoff aus fossilen Energien ist überhaupt nicht sinnvoll. Und da kann ich den Vorrednern zustimmen, meine Damen und Herren. Allerdings bleibt Fahrzeuge, die mit Batterien angetrieben werden, sind, die direkt aus dem Stromnetz geladen werden, sind hier im Vorteil. Allerdings bleibt, egal ob wir über Wasserstoff oder Batterien als Energieträger reden, das Problem der grundsätzlich begrenzten Strommenge im Netz. Lassen wir einmal die Industrie außen vor und auch die Luftfahrt und die Schifffahrt und alles andere. Wenn wir alleine den Autoverkehr und die Beheizung von Gebäuden komplett auf Ökostrom umstellen,
dann bräuchten wir ein Vielfaches des heute erzeugten Stroms, und das zu 100% erneuerbar. Das ist eine ziemlich heftige Aufgabe, und die geht auch nicht schneller vonstatten, wenn man sich vor Ort gegen jedes Windrad wehrt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Und deshalb vielleicht noch ein paar Sätze zum Grundsätzlichen. Der Wasserstoffmythos ist verlockend für alle, die eigentlich nicht wirklich etwas verändern wollen. Und die möchten, dass Verkehr grundsätzlich so weiter funktioniert, wie er heute funktioniert, oder wie ich sagen würde, er heute nicht funktioniert. Speichertechnologien, und daran sind wir uns einig, sind ein wichtiger Baustein der Energiewende, weil um überschüssigen Wind- oder Sonnenstrom zu speichern, brauchen wir Speichertechnologien. Derzeit haben wir eher einen Überschuss an Kohlestrom im Netz. Und in einer fernen Zukunft, wenn wir möglicherweise den sauberen Strom im absoluten Überfluss haben sollten, also wenn die erneuerbaren Energien nicht nur 100% des Strombedarfs decken, sondern wir wirklich einen enormen Überfluss haben, dann kann man ihn auch im großen Stil per Elektrolyse speichern, als Power-to-Gas-Verfahren oder wie auch immer. Aber dafür haben wir jetzt auch nicht die Zeit. Und weder die Brennstoffzelle noch Batterieautos werden uns jetzt kurzfristig retten. Entscheidend ist gerade für das Erreichen der Klimaziele, ist, dass wir jetzt schnell und entschlossen umsteuern. Und da ist der Weg klar. Das geht nicht ohne gesellschaftliche Veränderungen. Das geht nicht ohne Veränderungen der Art und Weise zu wirtschaften. Das geht nicht ohne Energiesparen, ohne den Verkehr zu reduzieren. Das geht nicht ohne Verkehrswende und Energiewende. Und das geht nicht ohne den Transportirrsinn in irgendeiner Form zu regulieren, den Lkw-Verkehr zu reduzieren. Und das ist sinnvoller und notwendiger, als einfach nur den Antrieb auszutauschen. Und deswegen müssen wir eben auch über eine andere Form des Wirtschaftens reden, weil wir wissen, dass gerade die Industriestaaten oder insbesondere die Industriestaaten zu viele Ressourcen verbrauchen, zu viel Verkehr verursachen, zu viel Wald abholzen und zu viel Fläche versiegeln. Und da an der Stelle müssen wir handeln, um die Klimaziele zu erreichen. Und darauf zu setzen, dass jetzt eine Technologie uns auf magische Art und Weise so mehr oder weniger so weitermachen lässt wie zuvor, halten wir für einen Irrweg. Aber nichtsdestotrotz, wir halten es durchaus für sinnvoll, wenn man jetzt mal den ganzen Text des Antrags, da haben wir unsere Fragezeichen, aber ich finde, man kann tatsächlich darüber reden, dass man eine Anhörung zu dem Thema macht, auch um so ein bisschen zu schauen, wo stehen wir eigentlich auch in Hessen. Ja? Aber eine Anhörung zu machen, wo man sowohl darüber diskutiert, welche Möglichkeiten bietet Wasserstofftechnologie, und wie gesagt, ich würde auch sagen, sie bietet Möglichkeiten, aber sie hat eben auch Grenzen. Und über beides zu sprechen, fände ich eine durchaus interessante Anhörung im Wirtschaftsausschuss. Darüber können wir ja dann im Ausschuss diskutieren und schauen, ob wir eine solche Anhörung machen, wie man die Energiewende in Hessen gestalten kann und welche Rolle die Wasserstofftechnologie dabei spielen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Wissler, Sie hätten eben reden können, so viel Sie möchten, weil wir haben es vergessen, die Zeitmaschine anzumachen. Aber Sie haben es nicht missbraucht, im Gegenteil. Meine innere Uhr sagt mir noch 3 Minuten. Vielen Dank. Noch weitere Wortmeldungen? Nein, ansparen gilt nicht. Wir machen hier keinen Kontokorrent. Herr Wirtschaftsminister, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, spannende Debatte, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich will an dieser Stelle aber durchaus sagen, dass mir schon aufgefallen ist, Herr Kollege Rock, dass sowohl in Ihrem Antrag als auch in Ihrer Rede kein Wort über die Frage herkam, wo denn der Wasserstoff herkommen soll. Und das ist die große Lücke. Wasserstoff ist kein Primärenergieträger, er ist nicht Öl, er ist nicht Sonne, er ist nicht Wind, sozusagen, sondern er muss irgendwie erzeugt werden. Ja? Und das ist genau die große Unbekannte in Ihrem Antrag. Und ich glaube, an dieser Stelle, wenn man da mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, stellt man fest, dass es eben die eierlegende Wollmilchsau nicht gibt. Und es gibt übrigens nichts im Überfluss, Kollegin Wissler, zu sagen, alles hat irgendwelche Kosten. Also das ist auch selbst bei den erneuerbaren Energien so. Ja, aber auch da habe ich mich schon
mit Hermann Scheer immer darüber gestritten, zu sagen, Überfluss tut den Menschen in aller Regel auch nicht gut. Das kommt ja noch dazu. Also an dem Punkt glaube ich Ihnen, glaube ich, dass wir insgesamt über die Frage nachdenken müssen, zu sagen, wie können wir Wasserstoff klug einsetzen? Und natürlich ist klar, dass wir Anwendungsfälle des Wasserstoffs haben. Ganz klar. Aber Sie müssen immer sehen, Sie müssen ihn erzeugen. Bei jeder Erzeugung, bei jeder Umwandlung ist es ja faktisch, haben Sie Verluste. Und wenn Sie am Ende sozusagen mit einem gewissen Verlust aus einer Kilowattstunde Strom sozusagen ein Äquivalent einer Kilowattstunde sozusagen dann im Wasserstoff gemacht haben, müssen Sie nachher sehen, wenn Sie daraus wieder Strom machen, das ist ja das Prinzip der Brennstoffzelle, kommt der nächste Verlust. Insofern muss man sich sehr klug überlegen, wo man den einsetzen kann. Das Zweite ist, auch das eine alte Debatte, sozusagen, wo sind die Anwendungsfelder? Ich kann mich erinnern, es ist fast 20 Jahre her, da war Claudia Martini im Opel-Vorstand. Nur sozusagen, die älteren Mitbürger erinnern sich. Und da hat sie mich ins Entwicklungszentrum von Opel in Mainz-Kastell sozusagen geführt. Und ich konnte mir anschauen, und da wurde gesagt, in 2 Jahren da fährt das Auto mit der Brennstoffzelle. Da warten wir bis heute drauf, jedenfalls bei Opel. Und deswegen, Stichwort Japan, Herr Kollege Rock, ja, es gibt beispielsweise japanische Automobilkonzerne, die sehr in Richtung Wasserstoff gehen. Da müssen Sie dann aber auch dazu sagen, dass das der Grund ist, warum in Japan auch nach Fukushima keine Atomkraftwerke abgeschaltet wurden, sondern weiter 50 Atomkraftwerke laufen. Wenn das Ihre Antwort ist, dann sagen Sie es. Dann wissen wir aber auch an der Stelle, woran wir sind. Ich will hinzufügen, dass wir in den letzten Jahren viele Projekte angestoßen haben, weil ich ausdrücklich sage, ich will, dass wir das technologieoffen betrachten. Wir haben Weltpremieren gehabt, Stichwort Einbau von Brennstoffzellensystemen auch in Rechenzentren, wobei man an dieser Stelle sagen muss, die Diesel im Rechenzentrum, die laufen halt nur im Notfall. Also das ist sozusagen kein Dauerzustand, in Anführungszeichen. Wir haben ein Brennstoffzellensystem in einem Krankenhaus gehabt. Wir haben das RMV-Zugprojekt gefördert. Und nur, dass das mal klar ist, das bedeutet, dass Ende 2022 in Hessen im Taunusnetz die weltweit größte Brennstoffzellenzugflotte unterwegs sein wird. Allerdings eben mit grauem Wasserstoff, wie man so schön sagt, der aber in Anführungszeichen im normalen Prozess jetzt schon entsteht und dann eben auch im Industriepark Höchst direkt vertankt werden kann. Bisher wird er da verfeuert, und deswegen ist klar an dieser Stelle, dass das ein Fortschritt ist. Wir haben Wasserstoff. Ich habe im Oktober einen Bewilligungsbescheid übergeben. Wir fördern Wasserstoffbusse in den Bereichen, wo die Umläufe zu lang sind, dass man mit batterieelektrischen Bussen arbeiten könnte. Auch das tun wir in Frankfurt. Und wir haben in Wiesbaden bereits die Wasserstofftankstelle gefördert bei der SW. Da war nur das Problem, dass sich nachher alle über uns lustig gemacht haben, weil die Industrie keine Wasserstoffbusse liefern konnte. Also Sie sehen, die Hessische Landesregierung ist sozusagen der Industrie sogar schon voraus. Die Tankstelle ist schon fertig, nur die Busse fehlen. Die können wir aber nicht selbst bauen an dieser Stelle. Das will ich durchaus festhalten. Und wir haben einen großen Bereich, und da bin ich mir ganz sicher, dass es Wasserstoffanwendungen geben wird, das ist der Luftverkehr. Wir haben das Kompetenzzentrum Klima- und Lärmschutz im Luftverkehr gegründet, im Januar vorgestellt. Das sitzt im Holm, und die arbeiten daran, dass man eine PTL, also Power-to-Liquid-Anlage, als Pilotanlage auch hier am Standort installiert, weil wir sicher sind, dass es im Luftverkehr, weil da Gewicht so eine wahnsinnig große Rolle spielt, noch sehr, sehr lange, wenn überhaupt jemals dazu kommen wird, dass man da über irgendwas Batterieelektrisches nachdenken kann. Da werden Sie sehr lange noch etwas brauchen, was energiedicht ist, was vergleichsweise leicht ist und was Sie am Ende im Zweifel dann in einem Verbrennungsmotor einsetzen können. Und da kommt nämlich jetzt der spannende Punkt, da müssen wir uns entscheiden. Wasserstoff ist so etwas wie der Champagner unter den Energieträgern, und den sollte man einfach nicht zum Kochen benutzen. Und ich glaube, dass an dieser Stelle einfach klar sein muss, wenn wir beispielsweise über Gedanken, die es ja durchaus bei zwei
Automobilkonzernen in südlicheren Bundesländern gibt, sozusagen daraus dann den Verbrennungsmotor noch ein bisschen länger laufen lassen zu können. So viel davon werden wir nicht haben. Nochmal, Champagner sollte man nicht zum Kochen verwenden, sondern für das, wofür sozusagen an dieser Stelle besser geeignet ist. Und das ist aus meiner Sicht zuallererst mal der Luftverkehr. Das wird auch der Gütertransport sein. Stichwort Interkontinentalschiffe. Da kann man halt nicht nachtanken oder nachladen. Also wir werden viele Bereiche haben, wo wir Wasserstoff brauchen. In manch anderen Bereichen wird allein schon die ökonomische Situation dazu führen, dass man in Richtung batterieelektrische Lösungen gehen wird. Und wir haben einen dritten Punkt, den ich Ihnen noch sagen will, der aus meiner Sicht ebenfalls von Belang ist, nämlich die Frage der direkten Nutzung von Strom. Wenn es uns gelingt, sozusagen, am Ende wird sozusagen die Dekarbonisierung ja viel damit zu tun haben, dass die Energiewende vorangeht. Übrigens gilt auch da zuallererst mal einsparen. Sozusagen auch eine erneuerbare Kilowattstunde ist eine, sozusagen, wenn sie verschwendet wird, eine verschwendete Kilowattstunde. Das Zweite ist sozusagen an dieser Stelle Effizienz. Und dann muss man schauen, was am Ende noch sozusagen an Anwendungsbereichen übrig bleibt. Und deswegen werden wir in vielerlei Hinsicht auch weiter daran arbeiten, sozusagen den Strom direkt in Anführungszeichen zu verbrauchen, ohne diese doppelte Umwandlung dazwischen, weil das am Ende immer noch einer der effizientesten Bereiche ist. Ich kann es mir auch an dieser Stelle nicht verkneifen, sagen, die elektrische Straßenbahn ist nicht Rocket Science, sondern die gibt es seit über 100 Jahren. Es hätte eine Chance gegeben, hier in Wiesbaden genau eine solche kluge Anwendung zu machen. Wer war wieder dagegen? Natürlich die FDP. Und deswegen, ich will das wirklich an dieser Stelle noch einmal sagen, weil ich glaube, da warne ich ein bisschen davor, dass wir natürlich gerade, und wir sind natürlich auch dabei in den Diskussionen mit der Bundesregierung, wie wir aus der nationalen Wasserstoffstrategie auch etwas in unserem Sinne machen können, wie wir etwas in Richtung Hessen lenken können, wie wir etwas vor allem in Richtung PTL im Luftverkehr lenken können. In diesen Debatten sind wir ja in diesen Diskussionen. Aber manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns, Stichwort Überfluss, an dieser Stelle auch etwas vormachen. Ich habe schon angesprochen, auch erneuerbarer Strom wird nicht im Überfluss da sein. Ich kann mich erinnern an Diskussionen vor 15 Jahren. Der Landwirt wird zum Ölscheich. Auch da haben wir dann irgendwann gemerkt, dass auch Biomasse endlich ist. Und auch da, sozusagen, wenn am Ende da rauskommt, dass man Regenwald rodet, um Palmöl anzubauen und das dann hier sozusagen für Benzin beizumischen, dann ist die spannende Frage, sozusagen, ob so etwas eigentlich Sinn macht. Also auch da wird es keinen Überfluss geben. Und deswegen glaube ich, dass wir uns nichts vormachen dürfen. Wir werden am Ende Energiewende nur dann erfolgreich machen können, wenn wir effizienter werden, wenn wir sparsamer werden und wenn wir erneuerbar werden. Und das wird ein Umbau des Systems sein müssen. Also die Vorstellung, man könne einfach nur so weitermachen wie bisher und einfach einen anderen Energieträger nehmen, das wird so nicht funktionieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und insofern freue ich mich, dass wir dann noch einmal vertieft über die Frage reden können, wie die hessische Wasserstoffstrategie aussieht, über die Frage reden können, wie es insgesamt weitergeht. Aber ich warne immer davor, zu denken, noch einmal, dass es die berühmt-berüchtigte eierlegende Wollmilchsau, als man noch in der Primärwirtschaft tätig war, dass es die wirklich gibt. Die gab es damals nicht, und die gibt es auch im Energiebereich nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Die zweite Runde wird eröffnet von Kollegen Rock, dem man ja auch viel Ehre in den Wortbeiträgen gegeben hat. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Mein Eindruck ist, dass es in dieser Plenarwoche eine der sachlichsten Diskussionen ist, die wir gerade geführt haben. Da bin ich auch sehr dankbar drum. Ich will nur meinen Dank ausdrücken, dass wir hier so eine sachliche Debatte
geführt haben, obwohl es viel Aufgeregtheit in dieser Plenarwoche gab, auch heute Vormittag schon. Von daher nehme ich auch vieles auf, was Sie hier gesagt haben. Ich bin auch sehr froh, dass schon vier Fraktionen gesagt haben, dass sie sich eine Anhörung gut vorstellen können und dass die Regierungsfraktionen auch nicht gleich gesagt haben, sie können sich gar nicht vorstellen. Ich möchte an der Stelle auch sagen, meine Bitte war ja, in einen Energiedialog, in einen Wasserstoffdialog einzutreten. Und da weiß jetzt noch keiner, wo es rauskommt. Und mir ist auch bekannt, dass natürlich die Landesregierung an einer eigenen Wasserstoffstrategie arbeitet. Alles andere wäre ja auch verwunderlich. Und ich habe ja auch nicht gesagt, dass die Landesregierung nichts gemacht hat, sondern ich habe gesagt, es gibt schon viele einzelne Bereiche, in denen was passiert. Und an die Kollegen von der AfD, Sie dürfen halt auch nicht nur selektiv lesen. Und Sie müssen sich auch überlegen, wenn Sie jetzt neuerdings als neue Unterstützer der AfD-politischen Meinung das Bundesumweltamt und das Öko-Institut hochhalten, vielleicht hinterfragen Sie noch einmal und gucken auch noch einmal in anderen Quellen nach. Es ist nun mal so, dass die Industrie und auch die Bundesnetzagentur längst beschlossen hat, reine Wasserstoffpipelines zu ertüchtigen und eben nicht mehr beizufüllen. Das ist schon längst in der Debatte tot. Und es ist so, dass man als Land mit der Bundesnetzagentur Bedarfe anmeldet, dass man eben auch integriert wird in diese Themen. Das wird sicherlich auch Thema bei der Frage Wasserstoffstrategie sein. Ich hatte mir so etwas vorgestellt, das ist auch mein Appell an die Grünen an der Stelle. Das ist, ich kann es jetzt nicht sagen, 10 Jahre, 11 Jahre her, da haben wir eine große energiepolitische Anhörung hier im Hessischen Landtag gemacht. Von breitem Konsens getragen und auch nicht schon vorneweg mit Denkverboten belegt. Und natürlich ist das wunderbar, und Frau Wissler hat es gesagt, der Wasserstoff ist ein Energieträger, den man nicht irgendwo abbauen kann. Aber er ist natürlich in einer gewissen Weise, er ist uns bekannt als Energieträger. Wir arbeiten seit über 100 Jahren in der Industrie mit diesem Stoff. Wir kennen ihn, wir kennen viele technische Möglichkeiten, wir kennen die Möglichkeit der Speicherung, des Transports, der Anwendung. Wir wissen, das hat auch niemand bestritten, dass es gewisse Bereiche in der Industrie gibt, die wir gar nicht anders dekarbonisieren können. Und die Frage am Ende, wie denn am klügsten CO2-armer oder CO2-freier Wasserstoff hergestellt werden in ansprechbaren oder in erforderlichen Mengen. Da hat auch die Bundesregierung einen Hinweis gegeben. Da wird von den 9 Milliarden ja auch 2 Milliarden nur als Botschaft von der SPD nicht nur in Deutschland gesehen, dass man grünen Wasserstoff erzeugen kann. Da gibt es ja auch andere Ideen von Ihrer Bundesregierung. Da will ich mich aber gar nicht drauf einlassen. Und jeder, der sich jetzt der Debatte verweigert, da kann der Minister sicherlich vortragen, es gibt einen beschlossenen Rechtsrahmen in der Europäischen Union, an den sich jedes Unternehmen halten muss, an denen sich die Staaten halten werden müssen. Es gibt die RED-II-Richtlinie, die jetzt im Gesetzestext umgewidmet wird. Das sind dann einfach politische Fakten, mit denen die Wirtschaft umgehen muss. Und aus unserer Sicht, ich bleibe dabei, kann der Wasserstoff wirtschaftliche Interessen, Innovation und Klimaneutralität in einer Weise verbinden, wie es in vielen anderen Bereichen nicht möglich ist. Und wenn am Ende tatsächlich eine Anhörung, vielleicht nicht ganz so groß wie damals, aber doch in einem vernünftigen Maße herauskommen würde, dann könnten wir auch mit Hilfe von Experten viele Dinge hier in eine richtige Richtung bringen. Und auch wir sind natürlich interessiert an dieser Objektivierung dieser Argumentation. Und es wäre natürlich, Herr Minister, wenn Sie vielleicht im Sommer Ihre Wasserstoffstrategie vorstellen wollen, gar nicht schlecht, wenn der Hessische Landtag vorher mal eine große Anhörung dazu machen würde. Da könnten Sie auch viele Themen vorstellen, die die Landesregierung schon gemacht hat. Und wir könnten dieses Thema aus unserer Sicht mit einer guten Basis und einem großen Konsens weiter vorantreiben, weil ich bin überzeugt davon, dass bei der Energiewende, bei der nächsten Stufe der Energiewende, wo die Mobilität noch eine viel größere Rolle spielt, da hängen wir ja zurück, dass da dem Wasserstoff im Schwerverkehr, im ÖPNV eine Riesenrolle zukommt. Und ich bin nicht ganz so beim Champagner, Herr Minister. Ich glaube, es ist mindestens ein Wein. Und von daher wird er auch von einer großen Menge genutzt werden können. Und das können wir in der Anhörung klären. Und ich bin sehr dankbar, dass ich hier Signale wahrgenommen habe, dass es zumindest nicht gleich abgeblockt wird und in großen Teilen des Hauses als eine vernünftige Idee angesehen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Ich habe jetzt noch eine weitere Wortmeldung von dem Kollegen Lichert von der AfD. Vielen Dank. Herr Lichert, bitte schön. Ich
Ja, werte Kollegen, da müssen wir in der Tat noch ein bisschen nachlegen bei dem Thema. Und Herr Kollege Rock hat es ja gerade noch einmal gesagt, in der Tat wird ja jetzt auch das Thema eines reinen Wasserstoffnetzes diskutiert. Und das ist ja auch schon von den Netzbetreibern mit einem Preisschild versehen worden, nämlich 40 Milliarden. So, und auch das ist, glaube ich, nichts, was zu der These passt, dass hier schnelle Ergebnisse erzielt werden können. Auch das wird natürlich seine Zeit brauchen. Aber ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen, wo wir diese 40 Milliarden herholen können. Das ist nämlich auch eine Zahl, die mit dem Kohleausstieg verbunden ist. Wohlgemerkt nur mit den Strukturhilfen und so weiter, um die Wertschöpfungs- und Arbeitsplatzverluste durch den Kohleausstieg zu kompensieren. Meine Damen und Herren, der Kohleausstieg ist vollkommen sinnlos. Vollkommen sinnlos. Und das muss man natürlich erklären. Und zwar, wenn ich verschiedene Brennstoffe gegeneinander abwäge, muss ich unterscheiden die direkten und die indirekten Emissionen. Die direkten Emissionen sind natürlich bei der Kohle deutlich höher als beim Erdgas. Das liegt an der Chemie. Aber wenn Sie die indirekten Emissionen, also was müssen Sie an Energie reinstecken auf dem Weg von den Gasfeldern bis hier nach Deutschland, wenn Sie das mit einkalkulieren, dann schwindet der Vorteil schon mal sehr, sehr deutlich. Und dann, sobald Sie es mit Erdgas zu tun haben, haben Sie auch immer zwingend notwendig Methanleckagen. Methan ist ein sehr viel potenteres Klimagas, als es der CO2 selbst ist. Und das heißt, wenn Sie das alles zusammenziehen, können Sie durch den Kohleausstieg keinen Klimavorteil erzielen. Das muss endlich mal einsickern, aber trotzdem wird dieses Projekt durchgepeitscht. Und es wird Unsummen kosten. Und es sind genau die gleichen Unsummen, die wir an anderer Stelle für eine wirklich zukunftszugewandte Energiepolitik brauchen. Sie können aber nicht alles machen. Sie können auch nicht gleichzeitig noch den Energiewendewahnsinn treiben und die Volkswirtschaft und die Bürger mit immer mehr Kosten belasten. Das funktioniert nicht. Es funktioniert erst recht nicht unter den Vorzeichen von Corona. Und meine nun hinzugewonnene Redezeit möchte ich auch gerne nutzen, um Ihnen dafür zu danken, dass Sie den Hinweis auf die auch völlig wahnsinnige Clean Vehicle Directive in Ihrem Antrag gemacht haben. Ab nächstem Jahr sollen 45% aller neu angeschafften Busse über alternative Antriebe verfügen. Und wir wissen doch, was das kostet. Auch das ist in der absehbaren wirtschaftlichen Krisenlage, beziehungsweise nicht absehbar, wir sind schon mittendrin, auch wenn es noch nicht jeder spürt, ist das unverantwortbar. Und trotzdem wird es gemacht. Warum? Mit dem Totschlagargument des sogenannten Klimaschutzes. Und es liegt im Wesen eines Totschlagargumentes, dass es überhaupt kein Argument ist, sondern ganz bewusst die sachliche Ebene verlässt, um, und das kann man leider in Deutschland ständig besichtigen, mit einer möglichst moralinsauren, hysterischen Tonlage hier das Ende der Welt zu beschwören und damit den Bürgern in die Tasche zu packen. Das ist es, was hier stattfindet. Und was ich leider auch sehr, sehr vermisse, ist, dass Politiker sich einfach mal darauf konzentrieren, was ihre eigentliche Aufgabe ist, nämlich einen Ordnungsrahmen zu setzen, einen vernünftigen Ordnungsrahmen für Bürger und Wirtschaft zu schaffen. Es ist halt einfach in dieser Mediengesellschaft viel attraktiver, irgendwelche Bändchen durchzuschneiden, Schecks zu überreichen, ja, jeden WLAN-Hotspot persönlich zu begrüßen, ja, oder jede Mobilfunkantenne. Ja, so funktioniert es dann heute. Aber das ist falsch. So sollte Politik nicht sein. Danke schön. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich zögere noch ein bisschen und gucke. Jawohl, liegt mir nicht vor. Dann werden wir diesen Antrag, wenn Sie dem zustimmen, dem WVA überweisen, so wie es in der Absprache der parlamentarischen Geschäftsführer notiert ist. Dann ist das so. Dann machen wir das. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, muss ich leider noch einmal auch aus formalen Gründen zurück auf den Top 12, den wir am Dienstagnachmittag hier diskutiert haben. Sie können sich daran erinnern, das war der Gesetzentwurf zum Thema Shisha-Bar. Ich sage das jetzt sehr
flapsig, die Bemerkung über den wir hier diskutiert haben. Und Sie können sich daran erinnern, dass es am Ende der Diskussion eine Diskussion gegeben hat mit Frau Kollegin Sönmez und mir über die Frage, was sie denn genau gesagt hat. Ich hatte darum gebeten, dass mir noch einmal das Protokoll dass mir das Protokoll ausgedruckt gegeben wird. Ich habe dieses am gestrigen Nachmittag dann auch erhalten und möchte Ihnen nur einen einzigen Satz zitieren, damit Sie meine Verhaltensweise nachvollziehen können. Frau Sönmez hat von dem Pult aus gesagt, ich zitiere das Protokoll, diese Beispiele brauche ich jetzt gar nicht aufzuzählen, die sind allen bekannt. Was war das dann? Fragezeichen, Bindestrich. Sie haben doch erst dafür gesorgt, dass es zu diesen Morden gekommen ist. Zitat Ende. Ich glaube, dass es wenig Widerspruch gibt, wenn ich auf § 75 Absatz 2 hinweise, in dem steht, ein Mitglied des Landtages, das persönlich verletzende Ausführungen und so weiter und so fort hat, ist vom Präsidenten oder der Präsidentin zu rügen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem ich das Protokoll nun habe, den Wortlaut kenne, werde ich dieser Pflicht aus der Geschäftsordnung hiermit nachkommen und eine Rüge aussprechen. Herr Kollege, Moment, ja. Ja, Herr Präsident, ich hatte das so verstanden und so war es auch, dass der Vorgang im Ältestenrat besprochen werden soll, dass es einen Protokollauszug gibt. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert, weil wir haben noch ein paar weitere Vorfälle, die wir dann im Ältestenrat anhand des Protokollauszuges besprechen. Ich möchte nur daran erinnern, zumindest ist das die Position, so wie ich sie wahrgenommen habe und Kollegen nicken auch, dann bitte ich auch, dass wir das einhalten, weil dann hätte ich gern den Protokollauszug wie die anderen Dinge und dann kann man das vernünftig im Ältestenrat besprechen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das zumindest die Position der SPD-Fraktion ist. Ich glaube, dass wir jetzt das gar nicht lange diskutieren müssen. Es ist vollkommen klar, dass der Ältestenrat sich damit beschäftigt. Das ist dem Protokoll zu entnehmen. Das ist aber genauso klar, und die Diskussion hatten wir im Zusammenhang mit einem anderen Fall gehabt, dass immer nur der amtierende Präsident die entsprechenden Maßnahmen aussprechen kann und nicht der Ältestenrat, sondern das hatten wir ja bei der Frage Umweltausschuss auf besonderen Wunsch der Fraktion nicht nur der Grünen. Auch hier diskutiert, im Ältestenrat diskutiert. Deshalb, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, jetzt hier eine weitere Diskussion zu führen und schon mal gar keine Geschäftsordnungsdebatte. Ich habe meine Pflicht Genüge getan und habe gemäß § 75 die Rüge ausgesprochen. Selbstverständlich bleibt es dabei, dass das Thema im Ältestenrat in der nächsten Sitzung auch aufgerufen wird. Ich stehe dann auch zu meiner Entscheidung und die können wir dann gerne dort diskutieren. Wollen wir so machen? Vielen herzlichen Dank. Damit ist das formelle, ich weiß nie genau, was das richtige Wort ist, erledigt.